Ja, hallo, ich möchte euch heute die Soraki 906 vorstellen. Die 906 ist die Kompaktwaffe von Soraki, die kleinste in ihrem Lieferprogramm. Sie fasst 6 Schuss im Kaliber 9 mm. Die Typenangaben bei Soraki setzen sich immer aus Kaliberangabe und der Schussanzahl zusammen. Ich habe hier die Nicht-PTB-Version. Die PTB-Version wird wohl im Laufe des Jahres erhältlich sein. So, jetzt sehen wir uns die Waffe mal näher an. Die Verarbeitung ist wie immer hochwertig. Ich habe hier die Nickel-Variante. Die Nickel-Variante hat einen verchromten Lauf und ein verchromtes Patronenlager. Der Griff ist aus Kunststoff, aber der ist sehr hochwertig ausgeführt. Besonders gefällt mir bei Soraki immer die Textur am Griffstück bei den Kunststoffwaffen. Die Waffe ist schön griffig, also die Formgebung ist gut. Einzig der kleine Finger findet keinen Halt. Aber das ist halt bei einer Waffe von dieser Größe ganz normal und wohl auch nicht anders zu lösen. Die Spaltmaße sind wie immer hervorragend. Also da kann man nichts sagen, das ist einwandfrei. Generell hat die Waffe kaum Macken. Einzig, wenn jemand gesehen hat, hier vorne ist schon ein kleiner Kratzer. Aber das kann natürlich auch von mir sein. Ich habe die Waffe jetzt schon einige Zeit im Besitz. Das könnte durchaus bei mir passiert sein. Also da hat kein Soraki-Mitarbeiter unbedingt Schuldienst. So, die Waffe hat als einer der wenigen in diesem Format einen funktionierenden Schlittenfanghebel. Das ist sicherlich ein Novum in dieser Pistolenklasse. Die Sicherung funktioniert sehr einfach, es wird einfach nur der Abzug gesperrt. Etwas schade ist, dass die Waffe nur eine Single-Action-Waffe ist, das heißt, der Hahn muss immer gespannt sein zum Feuern. Funktioniert das einwandfrei. Ist der Hahn nicht gespannt, funktioniert sich nicht. Funktioniert das auch nicht. Ich habe jetzt hier kurz den Hahn in der Sicherheitsrast. Da kann man dann schon abziehen, aber die Patrone wird wohl nicht abgefeuert werden. Ich habe das noch nicht versucht, aber kann mir nicht vorstellen, dass das ausreicht. Also man muss immer vorspannen. So, dann sehen wir uns mal das Magazin an. Also an der Waffe scheppert nichts, kann man nichts hören, obwohl das Magazin, wenn man wirklich dran zieht, hat das doch relativ viel Spiel. Aber in diesem Fall ist das relativ egal, da der Magazinverriegelungsknopf das Magazin so vorspannt, dass man keine Klappergeräusche hat. Es ist auch so, dass man diesen Magazinhebel immer gedrückt halten muss, damit das Magazin herausgleitet. Wenn man nur kurz mal drückt, ja, dann hält das Magazin. Weil dieser federbelastete Schieber hier immer auf das Magazin drückt. Ja. Ich hoffe, man hat das sehen können. So, das Magazin ist natürlich nicht sehr groß, fast ja nur 6 Schuss. Dafür ist es relativ hochwertig ausgeführt. Also der Schieber, der Patronenschieber hier, das ist schon ein ordentliches Gerät. Ein saures Gussteil. Ja, der ist die Stahlblech und wieder ein Kunststoffmagazinschuh und wird wieder mit einem Pin gehalten. Also ist wieder relativ einfach zu zerlegen. So, zum Zerlegen der Soraki. Wie gesagt, den Sicherungshebel einmal auf die Stellung sicher drücken und dann einfach weiter drücken, so lang, bis der Hebel in etwa so steht. Ja. Und dann den Hebel rausziehen. So, jetzt rächen sich natürlich wieder meine Handschuhe.
Ich habe etwas vorgesorgt und mir den Schraubenzieher parat gelegt. So, dann hätten wir hier diesen Verriegelungshebel, Schrägstrich Sicherungshebel. Der ist auch schon etwas abgekämpft, da er relativ hart reingeht, aber das werde ich nachher noch zeigen. Und dann ist die Waffe eigentlich wie der andere auch durch Zurückziehen und Abbiegen des Schlittens zu zerlegen. So, dieses Teil wird auch vielen bekannt vorkommen. Das ist sehr Soraki-typisch ausgeführt. Wieder hier mit Gummipuffer. So, dann sehen wir die Metallteile an dieser Waffe. Also aus Metall ist natürlich die Feder, der Führungsstab, die Ausziehkralle, der Stoßboden. Und hier ist auch ein Stift für den Schlittenfanghebel, auch aus Metall. Das verspricht doch einiges an Lebensdauer. An der Waffe selbst ist der Ausstoßer, die Metalleinlage im Hahn und der Schlittenfanghebel selber auch aus Metall. Also da kann das nicht passieren wie bei der 914, dass sich hier das zu viel einarbeitet. Das müsste hinhauen. Obwohl ich kaum glaube, dass man mit einer sechsschüssigen Waffe die 1000 Schuss so schnell erreicht. Aber es ist doch beruhigend zu wissen, dass hier doch einiges an Stahl verbaut wurde. So, und jetzt werde ich versuchen, mit meinen Handschuhen die Waffe wieder zusammenzubauen. Ich hoffe, dass dieses Schauspiel jetzt nicht zu lange dauert. Das hat dann gut geklappt. So, und jetzt bei dem Zusammenbau mit diesem Hebel. Ich hatte am Anfang immer Schwierigkeiten, aber wenn man den Dreh raus hat, funktioniert es einigermaßen. Also den Hebel nach unten mit dem Griff nach unten einsetzen, dann fest aufdrücken und nach oben drehen und dann schnappt er eigentlich ein. Am Anfang hatte ich immer versucht, ihn in Uhrzeigersinn zu drehen, da er eine kleine Schräge hatte und ich dachte immer, diese Schräge drückt dann den Führungsstab vor. Aber wenn man ihn zurückdreht, funktioniert das viel besser. Das war auch mein Fehler am Anfang. So, und dann haben wir die Waffe wieder zusammengebaut. Mein Fazit zum 906. Eigentlich jeden, den ich die 906 in die Hand gedrückt habe oder der sie mal ausprobieren konnte, ist begeistert von ihr. Mir ging es da nicht anders. Soraki hat seine Hausaufgaben gemacht und eine Waffe gebaut, die gut aussieht, die gut funktioniert und die obendrein mit den vielen Stahleinlagen auch auf etwas auf Lebensdauer ausgelegt ist. Ich kann nur jedem empfehlen, diese Waffe einmal in die Hand zu nehmen. Und er wird sie wahrscheinlich nicht mehr so schnell hergeben. Von mir eine klare Kaufempfehlung.